Herzlich willkommen bei Xbox View TV, mein Name ist Sirius und heute gibt's ein Review zum aktuellen Ghost Recon Future Soldier aus dem Hause Ubisoft. Nach jahrelanger Abwesenheit der Ghost Recon Einheit legt jetzt Ubisoft mit Future Soldier den aktuellsten Titel vor. Das Spiel ist nicht mehr ganz so taktisch orientiert, wie es noch die Vorgänger waren. Nichtsdestotrotz spielt sich Ghost Recon Future Soldier immer noch eine Menge taktischer als der ein oder andere Shooter heutzutage. Das Spiel lässt sich insgesamt in vier unterschiedliche Bereiche einteilen. Zum einen haben wir natürlich den Singleplayer, den man komplett alleine spielen kann. Dann können wir den Singleplayer als Koop-Modus mit drei weiteren Freunden spielen, also zu viert quasi auf Terroristenjagd sein. Dann gibt es einen Guerilla-Modus, den man am besten als Horde-Modus bezeichnen könnte. Und dann gibt es auch noch einen sehr umfangreichen Multiplayer-Modus. Der Multiplayer kommt zum Beispiel direkt mit 10 Maps und vier unterschiedlichen Varianten daher. Der Singleplayer besteht insgesamt aus 12 Missionen, die sicherlich auch 10 bis 12 Stunden Spielzeit benötigen werden. Das Spiel überraschte uns von Beginn an mit unheimlich abwechslungsreichen Settings, mit sonnigen Atmosphären, mit Schneeleveln. Es geht rüber zum Wüstensturm nach Afrika. Und erfreulicherweise sind eure NPC-Kollegen auch wirklich wesentlich mehr als reine Deko. Gerade diese gut funktionierende KI sorgt auch immer wieder für so ein Mittendrin statt nur dabei Gefühl. Während in anderen Shootern die eigenen NPC-Kollegen ja häufig nur so eine Lückenbüßerrolle haben, spielen die Ghosts wirklich eine taktische Rolle, gehen selbstständig in Deckung, sagen Gegner an und agieren wirklich klug, sodass man nicht das Gefühl hat, man müsste auf etwas verzichten, wenn man jetzt gerade keinen Freund dabei hat, der einem im Koop weiterhilft. Hurensöhne! Ja. Hunter, wir haben das Paket. Verstanden, Hunter. Twisting ist beschädigt. Er fliegt, aber wir können den Vogel nicht erneut riskieren. Das nenne ich die Rettung. Die neue LZ ist zu heiß. Gerade die gesamte Inszenierung von Ghost Recon Future Soldier ist wirklich hervorragend geraten. Auch wenn die ein oder andere Textur an Wand oder Boden ein wenig zu wünschen überlässt, sind die Animationen gerade der eigenen Ghost wirklich hervorragend getroffen und wirken einfach dazu bei, dass man sich ständig in das Spiel hineingezogen fühlt. Vorsicht, bitte keine Zivilisten hier erschießen. Gerade in den Momenten, wo das Spiel seine Stärke, den Stealth-Modus, ausspielen kann, wird's von der Atmosphäre wirklich absolut erstklassig. Und auch wenn sich Graw-Veteranen vielleicht etwas über die fehlende taktische Tiefe monieren könnten, muss ich einfach sagen, dass dieser Mix aus Stealth, Taktik und Action-Shooter-Elementen sich hervorragend zusammenreimt und daraus einen erstklassigen Shooter macht. Die Einheimischen sind wohl auf Rache. Die reißen ihn in Stücke. Was sollen wir tun? Tun? Wir sind nicht mal hier. Selbst wenn man als eingefleischter Ego-Shooter-Spieler zunächst sich an die Third Person gewöhnen muss, kann man einfach sagen, dass die Steuerung in Future Soldier hervorragend geraten ist und auch das dynamische Deckungssystem erste Sahne funktioniert. Dazu kommen allerlei technische Spielereien von Drohne bis zum Warhound, der hier mit uns durch den Schnee stapft und Gegner per Raketenwerfer plättet. Freunde von actionreichen Shootern werden mit Ghost Recon Future Soldier auf jeden Fall voll auf ihre Kosten kommen und so möchte ich das Spiel schon fast als den Geheimtipp im Monat Mai bezeichnen. Gerade solche Szenen hier, wie schon gesagt, mit dem Stealth-Gameplay sind einfach Gänsehaut-Atmosphäre pur. Solltet ihr also im Moment nach einem gescheiten Shooter suchen, der sich auch noch abseits von Call of Duty und Battlefield 3 platzieren kann, dann können wir euch nur raten, Drohne raus, Future Soldier kaufen, den Gegner markieren und per Headshot ausschalten. Schussbereit. Wer sich dann richtig fit fühlt, darf sich anschließend noch ordentlich im Multiplayer austoben und das mit bis zu 16 Leuten auf den unterschiedlichsten Karten. Auch hier kommt es mit drei sehr unterschiedlich angelegten Klassen vormerklich auf das Teamplay an und so könnt ihr mit schier endlos variierbaren Waffen und unterschiedlichen technischen Gadgets für ordentlich Dampf beim Gegner sorgen.
Es mag sicherlich Spiele mit besseren Texturen geben, aber Spiele mit mehr Atmosphäre findet man wirklich selten und daher gibt's die absolute Kaufempfehlung von uns für Ghost Recon Future Soldier und wir verabschieden uns von euch nochmal mit einem Sieg. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!